Die letzte Folge der ersten Staffel von The Chosen haben wir jetzt geguckt, oder viele von uns, in den verschiedenen Kleingruppen und Treffen und so weiter. Und wir haben uns ja verabredet, dass wir in der Predigt auch immer ein Stück darauf eingehen, was da vorkam. Und das möchte ich jetzt auch tun. Eins der maßgeblichen Dinge, die in dieser letzten Episode da vorkamen, war das Gespräch Jesu mit der Frau am Brunnen. Und das will ich jetzt einmal vorlesen aus der Bibel. Das ist jetzt eine längere Begebenheit, die ich hier vorlese und dann auch darüber sprechen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Johannes 4 von Vers 3 bis Vers 42. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss hier nicht mehr herkommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr: Du sprichst mit ihm. Ich bin es.
In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der erntet, erhält seinen Lohn, er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der sät und der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht mit ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihm zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Bis dahin also die ganze Geschichte. Ich finde, es ist eine enorm spannende Geschichte und eine Geschichte mit einem sehr großen Tiefgang. Was wir hier erleben, ist eigentlich eine Art Evangelisation. Also, ich sag mal, eine persönliche Evangelisation. Also, Jesus trifft auf eine Frau und all das, was er mit ihr beredet und was da geschieht, führt am Ende dazu, dass nicht nur die Frau, sondern viele andere Menschen, die aus dem Ort dazukommen, an ihn glauben. Das ist also eine Evangelisation mit zulaufendem Erfolg und nicht mit weglaufendem Erfolg. Die Leute sind nicht von ihm weggerannt, sondern sind gekommen. Das Interessante ist, dass die Leute, die Jesus, wenn ihr so wollt, hier evangelisiert hat, also die er zum Glauben oder ihn zum Glauben geholfen hat, das waren, wie wir gelesen haben, teilweise Nachkommen nach Jakobs, also Nachkommen Israels, und sie waren auch nur zu einem Teil jüdisch. Die Samariter hatten ihre eigene Vergangenheit und wurden ja auch von den Juden gemieden. Es war sogar das Ungewöhnliche, war, als Jesus die Frau gebeten hatte, ihm Wasser zu geben, dass ein Jude nie aus dem Trinkgefäß eines Samaritaners trinken würde. Da war also eine strikte Trennung und das hat seinen geschichtlichen Hintergrund. Israel war ja nach Salomo, hat sich bei dem nächsten König Israel getrennt. Das hatte auch seinen Grund, das kam auch dadurch, dass Salomo sich selbst versündigt hatte. Aber Israel hat sich getrennt in 2 Reiche, in Juda und in das Nordreich, also man kann auch sagen Südreich und Nordreich. Das eine Reich mit der Hauptstadt Jerusalem und das andere Reich hatte später mehrere Hauptstädte, das Nordreich. Und dann kam ja, weil sich ja am Ende alle versündigt hatten, wurde zuerst das Nordreich in assyrische Gefangenschaft geführt, also wurden weggeführt. Allerdings wurden nicht alle weggeführt aus dem Nordreich, sondern meistens nur die sogenannten Edlen, also die Könner, ich sag mal das Fachpersonal, ne?
die, mit denen die Assyrer auch bei sich was anfangen konnten, die haben sie also verschleppt. Und andere, es heißt dann so gewöhnliche Leute, die blieben dann zurück im Nordreich. Auf der anderen Seite haben sich die Assyrer selbst dort angesiedelt. Und dadurch entstand eine gewisse Mischkultur. Und es war dann teilweise ihnen auch wichtig, den Assyrern wichtig, dass sie mit den Orts, mit Gottheiten des Ortes, also dieser Gegend, also vertraut gemacht wurden. Und so entstand irgendwie eine Art Mischreligion zwischen assyrischen Götzenglauben und dem hebräischen Gottglauben. Es blieb letztendlich der Gottglaube, also die Samaritaner glaubten an Gott. Sie waren auch, oder einige von ihnen zumindest, waren ja auch Jakobs und Israels Nachkommen. Sie waren also Israeliten in dem Sinne. Aber durch diese Vermischung und durch diese gewissen Unterschiede im Glauben gab es also auch eine strikte Trennung. Deswegen sind gerade die Beispiele, die Jesus erzählt mit Samaritanern, besonders interessant. Wir wissen es ja, der barmherzige Samariter, dass also Jesus gerade da mit dieser Person die Geschichte da erzählt. Das hatte also jetzt seinen Grund. Und der Glaube der Samaritaner war auch etwas anders. Zum Beispiel glaubten sie zwar, dass ein Messias kommen wird, genau wie die Juden auch, aber einmal glaubten sie, dass der Messias nicht ein Nachkomme Judas wäre, sondern ein Nachkomme aus dem Stamm Josef. Glaubten sie erstmal. Und zweitens glaubten sie, dass der Messias auch nicht der Sohn Gottes, also im gewissen Sinne Gott selber wäre, der jetzt kommt, sondern ein Prophet, wie zum Beispiel Mose. Also es gab schon gewisse Unterschiede und das hört man vielleicht aus der Unterhaltung nicht sofort heraus, wo Jesus sich mit dieser Frau unterhält und auch diese Spannung, die da entsteht. Ihr sagt, nur in Jerusalem kann man Gott also wirklich anbeten, aber wir beten ihn hier an. Und Jesus sagt, ja, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Also er sagt schon, ihr betet zu Gott, aber ihr habt eigentlich wenig Ahnung, weil die Schrift, auf der ja auch der hebräische, jüdische Glaube beruht, die war nur teilweise bekannt und wurde nur teilweise geglaubt bei den Samaritanern. Das war also die Situation. Das Interessante daran ist jetzt eigentlich gar nicht der geschichtliche Hintergrund, sondern dass Jesus zu einer Person spricht, die außerhalb seiner eigenen Religionsgemeinschaft war, irgendwie in so einer Mischkultur und dann sogar noch zu einer Frau, was damals auch unüblich war und unschicklich eigentlich, dass dort eine Frau so einfach angesprochen wird. Also Jesus durchbrach quasi sämtliche Regeln, die man damals so hatte und sprach mit dieser Frau. Und interessant ist, wie er mit ihr redet, weil man nämlich gerade diese Situation eigentlich auch auf die heutige Zeit anwenden kann. Auch wir leben ja in einem Land, man sagt das christliche Abendland, aber wir wissen, das ist natürlich lange nicht mehr das christliche Abendland. Aber es ist natürlich irgendwo mal christianisiert worden. Es basiert auf gewissen christlichen Grundprinzipien. Also es ist schon etwas Christliches da, aber Christus ist oft nicht da, aber es ist etwas Christliches da. Und man könnte fast sagen, dass viele Menschen, wenn sie dann Heiligabend mal in die Kirche gehen, auch zu jemand beten, den sie eigentlich gar nicht kennen. Also ihr merkt, hier ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, wie Jesus mit dieser Frau redet. Das hätte auch heute sein können, natürlich in unsere Kultur übertragen und in unser Denken übertragen und so weiter und so fort. Das muss man schon machen. Aber es gibt da gewisse Ähnlichkeiten und besonders auch diese Mischform. Und das Interessante ist, im Gegensatz zu den Juden hatte Jesus überhaupt keine Berührungsängste. Das hat die Jünger ja auch, sagen wir mal, im gewissen Sinne stumm gemacht. Also sie wagten ihn ja gar nicht zu fragen, weil das für sie ja dermaßen ungewöhnlich war, dass ihr Meister, der Rabbi, überhaupt keine Berührungsängste hatte mit Leuten, wo sie ja von Kindheit an gelernt hatten, mit den Leuten redest du nicht. Die glauben zwar irgendwie, aber falsch. Wie soll ich sagen, heute würde man sagen, so falsches Christentum oder falsche Kirche oder wie man das auch immer bezeichnet. Ich muss eben mal mein Mikrofon wieder festmachen. So.
Das war also die Grundsituation. Nun gehe ich mal zu uns über. Was Jesus da also tut, ist im gewissen Sinne eine Art Evangelisation. Evangelisation, also Mission, also Menschen mit dem Evangelium vertraut machen, das Evangelium verkündigen, dafür werben, dass Menschen an Jesus glauben, gläubig werden und so weiter, das ist ja ein Riesenthema. Und das liegt natürlich auch an dem Missionsbefehl, den Jesus uns selbst gegeben hat, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Und seit ich bewusst an Jesus gläubig geworden bin und dann auch hier in Deutschland Gemeinden kennengelernt habe, habe ich immer wieder gemerkt, also dieser Missionsbefehl, der schwebt über und der schwebt ständig über uns. Es geht immer darum, sind wir eigentlich noch missionarisch? Verkünden wir das Evangelium? Das Bestreben von Gemeinden und Personen war immer wieder, gerade von leitenden Personen, wie können wir das Evangelium verbreiten? Wie können wir Missionen betreiben, auch im eigenen Land? In den Gemeinden selber war das teilweise unterschiedlich, weil in den Gemeinden selbst war manchmal auch ein nicht groß ausgesprochener Widerstand. Die Gemeinde wollte eigentlich ein bisschen mehr so bleiben, wie sie ist und nicht so viele fremdartige neue Leute da reinbekommen. Aber auf der anderen Seite war ja nun der Missionsbefehl da und dann hat man sich auch Gedanken gemacht, wie können wir die Leute erreichen. Und damals, als ich in die Gemeinden hier die Gemeinden kennenlernte, gab es häufig, gerade in den Pfingstgemeinden, zwei verschiedene Arten von Gottesdiensten. Der eine Gottesdienst, das war die Heiligungsstunde, das war für die Insider, dass wir heiliger werden. Da konnte man keinen Fremden mitbringen oder tat niemand. Und die andere Veranstaltung war Evangelisation. Und das Interessante war, dass einige sich auch schon kleidungsmäßig unterschieden, also eine und dieselbe Person unterschied sich kleidungsmäßig, ob sie in die Heiligungsstunde kam oder in die Evangelisation. Also bei der Evangelisation durfte man dann auch mal Jeans tragen, sonst kam man, sagen wir mal, korrekt im Anzug oder wie auch immer damals. Also da gab es so zwei Sachen und so wurde die auch die ganze Zeit gedacht. Ist das jetzt für Christen, was wir hier machen? Oder ist das für Heiden? Und dann kam ja auch so eine Situation auf, dass dann zum Beispiel Evangelisationen veranstaltet wurden, man ging eine ganze Woche durch und dann wurde ein Evangelist eingeladen und der fragt dann so in die Gemeinde oder diejenigen, die da sind, wer von euch glaubt denn alles an Jesus? Und wenn sich dann alle gemeldet haben, dann fühlte er sich völlig fehl am Platz. Wo sind denn bitteschön die Heiden? Und dann wurden die Christen verdonnert, doch endlich mal die Heiden mitzubringen, die sie aber nicht so schnell mitbringen konnten oder teilweise kamen sie dann auch ungefragt, waren aber ganz anders, als man sich das vorstellte. Damals in den 80ern kamen zum Beispiel plötzlich ganz viele Leute vom Kiez, also vom St. Pauli, aus dem Rotlichtmilieu. Das war nun wieder ganz anders und auch gewöhnungsbedürftig. Aber es gab eben diese Heiligungsstunde und Evangelisation. So dachte man, können wir die Menschen gewinnen. Dann gab es Straßeneinsätze, also wir müssen das Evangelium predigen, wir müssen raus und raus hieß immer auf die Straße. Möglichst in die Zentren, die es ja heute zum Teil gar nicht mehr so gibt, in die Zentren und dann sind wir in Hamburg in die Spitaler Straße gegangen, haben dort gesungen oder getanzt teilweise, das durfte man dann so in der Heiligungsstunde eigentlich nicht, aber draußen auf der Straße wurden dann auch irgendwelche Theaterstücke gespielt und so weiter. Dann kam der Gedanke, wir bringen das Evangelium an den Mann und an die Frau über Funk und Fernsehen. Da gab es auch riesige Diskussionen, weil Fernsehen eigentlich unter Christen damals, zumindest unter denen, die ich kannte, war das mehr verpönt. Das waren ja alles weltliche Inhalte und überhaupt. Und dann übers Fernsehen evangelisieren, das war schon eine Anstrengung für sich. Und heute geht es so in die Medien allgemein, also auch Internet und so weiter und so fort. Und es gab so viele verschiedene Formen, wie man meinte, wie wir jetzt das Evangelium in die Gesellschaft hineinbringen können.
Dann gab es Power-Evangelisten. Da ging es um Zeichen und Wunder. Also dass man sagte, die Leute waren eigentlich deswegen überzeugt, weil von Jesus selber und von den Aposteln ständig Zeichen und Wunder ausgingen. Und das hat die Leute überzeugt. Also bitten wir Gott auch darum und machen also Heilungsgottesdienste oder Power-Evangelisten. Also die Kraft Gottes soll da also sichtbar werden. Andere haben es versucht über Bücher und Traktate, haben dann teilweise, früher gab es noch Telefonzellen übrigens, haben dann in die Telefonzellen so Traktate gelegt, in der Hoffnung, dass jemand in die Telefonzelle kommt, es liest und sich auf der Stelle bekehrt. Oder zumindest dann in den Gottesdienst kommt und so weiter. Oder die Traktate wurden so auf der Straße verteilt, war ich auch bei. Und das war dann immer interessant, ob die Leute das nehmen oder nicht. Und einer erzählte dann beim Verteilen, dass ihm Folgendes passiert ist, dass da zwei junge Männer vorbeikamen und die haben sich über die lustig gemacht, die da Traktate verteilten und sagten, Entschuldigung, wir können nicht lesen. Ne? Nützt leider nichts. Und da hat der Traktate verteilt, ihn hinterhergerufen, ja, so sehen sie auch aus. Ne? Und da hatten die natürlich das Lachen, aber das Traktat waren sie trotzdem nicht los. Dann ging es über Kleingruppen und Hauskreise oder Hauskirchen. Und immer wieder der Gedanke, wir möchten das Evangelium in unsere Gesellschaft hineintragen, es soll verkündigt werden. Heute ist der große Trend Richtung Gemeindegründung oder auch Richtung attraktive Gottesdienste. Das kam vor allen Dingen auch durch Willow Creek, die versucht haben, einen integrierten Gottesdienst zu schaffen, also einen Gottesdienst, wo sich sowohl Christen als auch Nichtchristen irgendwo abgeholt fühlen, wo man also gemeinsam hingehen kann und dann auch gemeinsam Gott erleben kann. Sie haben das dann Seeker Service genannt, also ein Gottesdienst für Suchende. Also es gab so viele verschiedene Formen und auch wenn wir an unsere eigene Gemeindegeschichte denken, wir haben ja auch vieles ausprobiert. Wir waren auf der Straße, wir haben Filmveranstaltungen gemacht, wir haben unsere Kirche Gospel-Veranstaltung, das haben wir fast 10 Jahre, glaube ich, durchgemacht, wo wir dann einmal im Monat abends einen Gospel-Gottesdienst gemacht haben. Und für einige war das fremd, die sind dann auch gar nicht gekommen aus der Gemeinde. Andere sind gekommen, der Saal war oft ziemlich voll, bis zu 600 Leuten sind hier gekommen. Wir haben auch Aufrufe gemacht, es sind auch Menschen gekommen, die dann für sich haben beten lassen und so weiter. Und dann kam so in unserer eigenen Geschichte, kam bei mir plötzlich so ein Punkt, wo Gott mir sagte, hör damit auf. Mit Kirche Goes Gospel. Das hat, glaube ich, so einige schockiert, weil ich da am Anfang sehr dafür geworben habe, dass wir es machen. Wir haben auch durch schwere Zeiten das immer durchgehalten. Und plötzlich hört damit auf. Aber Gott hat mir noch mehr gezeigt. Bring die Elemente mit in den normalen Gemeindegottesdienst. Mir war nämlich aufgefallen, dass die Leute, die zur Kirche Goes Gospel kamen, es waren viele, morgens nie kamen. Das waren zwei verschiedene Gruppen, außer denen, die sowieso zur Gemeinde gehörten. Aber es hat in der Gemeinde gar nicht so viel verändert. Bring die Elemente mit hinein. Und das war gerade dieses Integrierte. Also der Versuch, einen Gottesdienst zu machen, wo sowohl Menschen, die schon Jesus kannten, wie Menschen, die suchend waren, gemeinsam abgeholt werden. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir das überall, wo immer wir uns auch treffen, mit bedenken, dass wir irgendwie in unserer ganzen Art, in den Liedern, in der Verständlichkeit von Predigt und so weiter, versuchen, dass nicht nur Christen uns verstehen, dass wir nicht so ein Insider-Club sind, sondern dass wir einfach verstanden werden von denen, die schon mit Jesus leben und auch diejenigen, die suchen und vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Jesus suchen, aber die irgendwo nach einem Sinn des Lebens suchen. Also diese ganzen Methoden, die haben den Leuten Gedanken gemacht und ich habe dann eine Zeit lang das Ressort Inlandmission innerhalb unseres gesamten Bundes, also Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, geleitet und habe mich dann häufig auch mit Evangelisten
getroffen und habe darüber gesprochen. Und ich habe Folgendes gemerkt. In diesem ganzen Denken ging es immer nur darum, wie erreichen wir die Leute? Also mit welcher Methode? Es wurde nie darüber gesprochen, mit welchen Inhalten. Weil die Inhalte, da sagt man, die sind doch eigentlich klar. Also Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus gibt ewiges Leben, glaub an Jesus, kehre um, tu Buße. Also das sind doch ganz klare Inhalte. Das ist doch alles klar. Aber so klar ist das gar nicht. Und als ich jetzt wieder ganz neu diese Begebenheit von Jesus las, wie er mit dieser Frau umgeht, da dachte ich, da können wir eine ganze Menge drüber lernen, wie wir und mit welchen Inhalten wir auch Menschen begegnen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal ein bisschen betrachten. Unsere Evangelisationsform und unsere Gottesdienstform haben teilweise dazu geführt, dass wir von außen so wahrgenommen wurden, als ob wir von den Leuten was wollen. Also auch beim Traktateverteilen und so weiter, viele Menschen haben uns nicht so wahrgenommen, dass wir ihnen etwas geben wollen, sondern dass wir von ihnen etwas erwarten. Dass sie sich bekehren, dass sie Buße tun, dass sie im Grunde genommen, sagen wir mal, so werden wie wir. Und davor schrecken viele Leute zurück. Also sollen wir jetzt so werden wie diese Archaner hier? Oder? Aber das ist irgendwie rübergekommen. Wir wollen was von den Leuten. Sie sollen ihr Leben verändern. Das ist das, was wir von ihnen wollen. Und jetzt kommt Jesus und hat da eine Unterhaltung mit dieser Frau, wo einige Dinge plötzlich ganz anders rüberkommen. Es beginnt damit, ihr Lieben, dass Jesus nicht als der Starke und nicht als derjenige, der hat, sondern als derjenige kommt, der etwas braucht. Er war müde und war durstig. Und er bittet die Frau, gib mir etwas zu trinken oder kannst du mir etwas zu trinken geben? Also er kommt als Bedürftiger. Und das ist übrigens eine ganz interessante Sache. Das vertiefe ich mal ein bisschen mit euch. Paulus zum Beispiel hat solche Situationen auch erlebt, und zwar bei den Galatern. Da sagt er in Galater 4, Vers 13 und 14, ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Also hochinteressant, wie Paulus nach Galatien kam und wie er zu den Galatern kam, dass er eben nicht der American Evangelist ist, der also per Flugzeug da einfliegt und wo alle nur staunen, wie reich er ist, aber mit Jesus ist man ja reich, also dass sowas irgendwie rüberkommt, sondern er kam als kranker Mann und musste gepflegt werden von denen, denen er das Evangelium weitergegeben hat. Das heißt, er war der Bedürftige. Und dann dachte ich am Anfang noch, ja, sowas kann schon mal passieren, aber dann merkte ich plötzlich, nein, das ist bei Jesus, das ist geradezu eine Art Prinzip. Denn hört mal, wie er seine Jünger aussendet. Matthäus 4, Vers... kleinen Moment, muss ich eine andere Stelle lesen. Matthäus 10, genau, Matthäus 10, Vers 7 bis 13. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Und jetzt steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel.
besorgt euch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht euch jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, soll der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Friede zu euch zurückkehren. Das heißt, Jesus sendet erst einmal seine Jünger als Bedürftige. Die hatten nichts. Die sollten bewusst nichts mitnehmen. Sie kamen als Bedürftige. Sie waren absolut abhängig. Die kamen in eine Stadt oder in ein Dorf, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und anstatt, dass sie als die Habenden kamen, kamen sie als diejenigen, die sich erstmal von den Leuten aufgenommen werden mussten, was zu essen bekommen mussten und so weiter. Also sie kamen als Bedürftige. Das ist die eine Seite. Und genauso war Jesus gegenüber dieser Frau ein Bedürftiger. Übrigens, wenn wir einmal diesen Ruf zur Umkehr mal genau lesen. Jesus selber hat ihn ja so gepredigt. Von dann an begann Jesus zu verkündigen, zum Beispiel, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder auch die Jünger, die sollten einfach sagen, das Himmelreich ist nahe. Dieser Ruf zur Umkehr ist eigentlich in erster Linie gar nicht ein Ruf in dem Sinne, ihr seid böse, seht zu, dass ihr umkehrt, sonst kommt das Gericht. Sondern dieser erste Ruf zur Umkehr ist eigentlich in einer Situation entstanden, wir kommen hier, wir sind bedürftig, wir sind abhängig von euch, aber wir haben auch etwas und das geben wir euch. Dieser Ruf, das Himmelreich ist nahe und kehrt auch dazu um, dieser Ruf kriegt einen ganz anderen Beigeschmack, weil die Jünger Jesu nicht als diejenigen kamen und auch Jesus selber nicht und auch nicht bei der Frau, die jetzt mit einer Anklage erstmal kam. Leute, Zeit, dass ihr Buße tut, sonst. Was natürlich, es ist ja alles richtig, dass das Gericht kommt. Aber sie kamen nicht mit einer Anklage, sondern sie kamen und sagten, das Himmelreich ist nahe. Und ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Und weil wir schon etwas von diesem Himmelreich bekommen haben, möchten wir das jetzt gerne mit euch teilen. Denn Jesus hat sie ja bevollmächtigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken und so weiter. Und wir wollen das weitergeben. Da, versteht ihr, das steckt eine ganz andere Art und Weise dahinter. Wir kommen als Bedürftige, finde ich hochinteressant, nicht als die Habenden, aber wir haben etwas, das möchten wir euch gerne geben. Nämlich die Gaben, die daraus entstehen, dass Gott uns gnädig ist. Das, was Gott uns geschenkt hat. Und so sagt Jesus dann ja auch, was ihr umsonst empfangen habt, sollt ihr auch umsonst weitergeben. Also da ist etwas sehr Besonderes. Und genauso ging Jesus ja auch mit dieser Frau um. Er sagt, gib mir was zu trinken. Er kam als Bedürftiger und dann sagt er, du, ich habe aber auch etwas. Und das möchte ich dir geben. Er sagt ihr nicht, du Frau, ich kenne übrigens dein Leben und das ist ziemlich daneben. Und wenn jetzt der jüngste Tag kommt, dann hast du schlechte Karten, sagt er nicht. Sondern er sagt, ich will dir auch etwas geben. Und die nimmt das ja auch noch wörtlich und sagt, oh, wie praktisch, dann brauche ich nicht mehr hier zum Brunnen zu laufen. Also die hat das noch gar nicht so übertragen gesehen. Aber dann unterhält sich Jesus mit ihr und dann kommt dieser nächste Punkt. Dann sagt er ihr ja, 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist gar nicht dein Mann, das sagt er ihr. Aber das sagt er ihr in einer Weise, dass sie sich nicht angegriffen fühlt, sondern sie erkennt, dass er ein Prophet ist. Sie läuft dann ja in die Stadt rein und sagt, der kennt alles aus meinem Leben. Aber irgendwie ist sie ja fasziniert davon. Der sagt nicht, der hat mich jetzt fertig gemacht oder der, was weiß ich, sondern der kennt etwas aus meinem Leben. Jesus spricht ihre Lebensproblematik an, aber in einem Ton, der sie nicht gleich verurteilt,
sondern im Grunde genommen ist seine Art der Evangelisation, dass er sie zu sich ziehen will. Wenn du wüsstest, wer hier mit dir redet, ich würde dir ja, ich sage es mal mit meinen Worten, so gern etwas geben, du, das ist tausendmal besser als das Wasser da. Ne? Und dann kommt ja auch dieses Gespräch zustande. Das ist dieses Faszinierende, er klagt nicht an. Einige empfinden das als eine Verweichlichung. Man muss doch also den Leuten erstmal sagen, wo sie sündig sind, denn wenn sie nicht ihre Sünden erkennen, dann können sie auch gar nicht die Rettung erkennen, die in Jesus Christus ist. Wir hatten gerade eine Diskussion, auch durch die Losungsandachten, wo dieses Thema so aufkam, wenn der Mensch nicht erkennt, dass er ein Sünder ist, dann kann er ja Jesus gar nicht als Retter aufnehmen. Aber im Grunde genommen, und wenn wir mal in unser eigenes Leben gucken, ist es in den allermeisten Fällen genau umgekehrt. Wir nehmen Jesus auf, ohne zu ahnen, wie schlecht wir eigentlich selber dran sind und was in unserem Leben alles schiefgelaufen ist, sondern wenn wir ihn aufnehmen, dann kommt überhaupt erst Licht in unser Leben rein. Und nachdem wir ihn aufgenommen haben, nachdem er uns schon seine Gnade gezeigt hat, dann merken wir plötzlich, du liebe Güte, was habe ich denn da gemacht? Und dann kommen oft die Momente, wo Menschen, die Jesus schon angenommen haben, überhaupt erst von ihren ganzen Sünden und Dingen, die sie dann erkannt haben, umkehren. Das ist meistens so, das Licht muss erst mal ins Leben kommen, bevor man überhaupt erkennt, was für eine Dunkelheit in unserem Leben war und vielleicht auch noch ist. Also Jesus klagt nicht an, sondern er zieht erstmal zu sich hin. Und dann kommt noch etwas ganz Besonderes. Das müssen wir auch mal so reflektieren. Dann sagt die Frau, ja, ihr Juden sagt ja, in Jerusalem muss man anbeten und wir sagen, hier und hier sollte man anbeten. Und dann sagt Jesus, ja, es ist richtig, Jerusalem, und es ist auch richtig, wir wissen, wen wir anbeten und das Heil kommt von den Juden. Das sagt er, aber komischerweise bleibt er da nicht stehen, sondern dann sagt er plötzlich, aber die Zeit ist gekommen und jetzt kommt plötzlich der Rundumschlag, wo er alles wegwischt und sagt, weder Jerusalem noch Sichem noch was auch immer, alles nicht mehr, sondern die Zeit ist jetzt gekommen, wo die Menschen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, die Frau hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Jesus ihr sagte, du musst erstmal ein richtiger oder eine richtige Jüdin werden, du musst in Jerusalem anbeten, du musst dich unseren religiösen Ritualen unterordnen. Darum geht es, denken übrigens auch viele Leute, dass sie sich unseren religiösen Ritualen, was es auch immer sei, unterordnen müssen, wenn sie in unsere Gemeinde kommen. Aber Jesus sagt, nein, ganz anders. Das ist vorbei. Sondern von nun an wird Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und damit öffnet er ja nicht nur dieser Frau, sondern uns allen eine Tür. Er öffnet allen Menschen eine Tür, dass Menschen nicht mehr in bestimmte Rituale oder Kirchenformen reingepresst werden, sondern dass sie eine ganz direkte, persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott bekommen können. Ich finde, das ist unglaublich. Und das ist unsere Botschaft. Und das ist Jesu Botschaft. Und damit öffnet er ja für die Frau einen enormen Freiraum. Denn im Geist und in der Wahrheit kann sie ihn überall anbeten, selbst in ihrer verstrickten und verzwickten Lebenssituation. Und was bedeutet das für uns, wenn wir das Evangelium verbreiten wollen? Denke ich, sollten wir diese drei Punkte gut bedenken. Einmal, dass wir uns nicht scheuen, uns in die Abhängigkeit anderer Menschen zu bringen. Damit vermitteln wir ihnen übrigens, dass wir nicht über sie herrschen wollen. Davor haben Leute nämlich Angst, weil sie denken, wir zwängen sie in unsere kleine Box. Das vermitteln wir. Wir begeben uns in ihre Abhängigkeit. Das Zweite ist, wir fordern nicht, sondern wir geben von dem,
was uns von Gott gegeben wurde. Ich finde, das ist eigentlich total toll. Findet ihr das auch? Das ist total toll. Wir fordern nicht, sondern wir geben von dem, was uns von Gott gegeben ist. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Und das Dritte ist, wir verurteilen nicht, sondern wir bringen sie, wenn möglich, in Verbindung zu Jesus Christus. Und so wie diese Verbindung dann zustande kommt und ein Mensch Jesus wirklich kennenlernt und er an diesen Punkt kommt, wie die Leute aus dem Dorf, die sagten, zuerst haben wir der Frau geglaubt, aber jetzt glauben wir direkt an dich. Und wenn dieser Punkt in dem Leben eines Menschen kommt, zuerst hat mich ein Freund mitgenommen, aber jetzt habe ich Jesus selber kennengelernt. Jetzt ist es nicht mehr davon abhängig, was mein Freund oder meine Freundin mir sagt, sondern ich habe ihn selber kennengelernt, jetzt glaube ich ihn. Dann beginnt die Glaubensreise. Und dann beginnt auch die Veränderung. Und dann werden viele, viele kleine Umkehrungen in unserem Leben stattfinden. Dann beginnt die Veränderung. Da müssen wir keine Furcht haben. Der Mensch muss nicht absolut in Ordnung bei Gott ankommen, sondern durch Jesus sind wir geschützt, durch sein Blut. Gott sieht uns durch das Opfer Jesu mit unserer Menschlichkeit, mit unseren Fehlern, die wir haben. Er sieht uns so. Und in diesem Licht, da werden wir jetzt verändert, Stück für Stück, by and by. Und wenn wir das anderen vermitteln, ich wünsche es uns, dass wir das wirklich mit großer Freude vermitteln, allen Menschen, die wir kennen, und versuchen so, mit ihnen ins Gespräch zu kommen über das Größte, was es gibt in diesem Leben und überhaupt, überall und zu jeder Zeit, unser Jesus Christus. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, in welcher Art du uns gerade in diesem Gespräch zeigst, wie wir auch mit unseren Mitmenschen ins Gespräch kommen können, ohne dass diese jetzt gleich zurückschrecken. Ich danke dir, dass wir nicht unsere Schokoladenseiten zeigen brauchen, sondern einfach etwas von dem weitergeben, was du uns geschenkt hast. Dein Frieden, Heilung, Barmherzigkeit, auch Kraft. Und ich bitte dich, dass du uns auch als Gemeinde schenkst, dass wir mutig sind und ganz neu mutig sind, auf unsere Mitmenschen zuzugehen oder auf sie einzugehen und ihnen das zu bringen, was du uns geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.